Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr seht es schon, ich bin heute mal wieder als Video-Kai unterwegs und nicht so sehr auf dem Twitch-Ding, denn heute geht es tatsächlich um meine aktuelle Styling-Routine, denn ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon das Video gesehen, wo ich beim Umstyling war und seit ich erzählt habe, dass ich meine Haare lang wachsen lasse, gab es wirklich sehr, sehr viele von euch, die wissen wollten, wie style ich denn jetzt meine Haare und wie funktioniert überhaupt dieser gesamte Prozess. Bei meiner Styling-Routine gibt es halt eben so zwei, drei Dinge, die ich umgestellt habe. Deshalb habe ich mir gesagt, ich nehme euch einfach mit auf den kompletten Styling-Prozess und stelle euch in dem Zusammenhang auch noch die ein oder andere richtig coole Marke vor. Also herzlich willkommen zu dem heutigen Video und wir fangen auch direkt an mit dem Thema Bartpflege. Was hat sich da getan? Nicht wirklich viel, möchte ich meinen, denn ich benutze immer noch meinen absoluten Favoriten, die Marke Gölz aus Offenbach, die ihr bei mir im Online-Shop bekommen könnt. Kleine Werbeeinlage an der Stelle. Und von denen tatsächlich das DNA-Bartöl. Das ist ein bisschen günstiger als das normale, tut aber im Grunde genommen sehr viel von dem, was das normale auch tut. Und es ist vor allen Dingen ein sehr frisches Öl, was ich jetzt eben im Sommer sehr, sehr gerne benutzt habe, einfach weil es so ein bisschen frisch war. Bei meinem Bart mache ich es ganz einfach so, wenn ich aus der Dusche rauskomme, mache ich ein paar Tropfen von dem Öl in meinen feuchten Bart rein. Ich trockne den also erst mit dem Handtuch ab, dann kommen ein paar Tropfen rein und dann föhne ich das Ganze mit einer Rundbürste in Form. Das ist der Grund, warum der Bart in den letzten Videos auch immer so gut sitzt, weil ich einfach mit diesem Öl den Bart dann auch glätte und in Form halte und das ist eben das, wie ich meinen Bart pflege. Ansonsten benutze ich aktuell auch das Bartshampoo von der Marke, was ich sehr empfehlen kann. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem Bartshampoo seid, feel free, der Link steht in der Beschreibung drin. Dann kommen wir als nächstes zu dem Thema Hautpflege und das ist der Punkt, wo ich den Sponsor des heutigen Videos ansprechen möchte, nämlich die Marke Yepoda, mit denen ich jetzt schon zum zweiten Mal zusammenarbeite. Denn Yepoda ist eine neue koreanische Hautpflegemarke und ich benutze seit ungefähr 2 Monaten die komplette Pflegeroutine von denen. Das sind insgesamt 4 Produkte bzw. 5, wenn ihr eine Gesichtsmaske noch mit dazu nehmt, die ich immer am Wochenende anwende, weil ich da sonst in meinem Alltag nicht so die Zeit zu habe. Aber das sind eigentlich so die Produkte, die meinen gesamten Styling-Prozess morgens wirklich mit begleiten und dafür sorgen, dass ich eine super geile Hautqualität habe, super ebenmäßiges Hautbild, immer schön mit Feuchtigkeit versorgt, was nicht glänzt und wir wissen alle, dass ich mit dem Thema Glanz bei der Haut im Gesicht auf jeden Fall eine ziemliche Vorerfahrung habe. Es handelt sich insgesamt um 4 Produkte, 2 zur Reinigung und 2 zum Thema Feuchtigkeitspflege und das erste Produkt, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist der Calm Balm. Das ist ein fettbasierter Reiniger, der nochmal wirklich dafür sorgt, dass die Haut in der Tiefe gereinigt wird. Also ich benutze wirklich 2 Produkte zur Reinigung, ein fettbasiertes und ein wasserbasiertes, einfach um die bestmögliche Reinigung zu gewährleisten, weil erstmal so diese fettigen Komponenten, also das ganze Zeug, was auf der Haut rumfliegt, also Gesichtscreme und Schweiß und Talg und sowas alles, weil es erstmal von der ölbasierten Reinigung erfasst und so ein bisschen gelöst wird. Und danach kommt dann eben dieser Reinigungsschaum, The Double Bubble heißt das Ding, was eine wasserbasierte Reinigung ist und was dann dieses seifige Gemisch auf meiner Haut dann komplett entfernt. Außerdem enthält es Salicylsäure, was für so ein leichtes Peeling sorgt, also wirklich porentiefe Reinigung mit diesen beiden Produkten und das erste benutze ich halt immer bevor ich mich dusche oder bevor ich das Gesicht feucht mache abends und das zweite benutze ich dann unter der Dusche beziehungsweise sobald ich das dann so ein bisschen aufgeschäumt habe. Dann, sobald ich aus der Dusche rauskomme, benutze ich den The Mist Have, was ein Toner ist in Sprayform, was übrigens sehr nice ist für den Sommer, weil es super erfrischend ist und sobald ich aus der Dusche rauskomme, sprühe ich mich damit einmal kurz ein, lasse das dann einwirken und kümmere mich in der Zeit beispielsweise um meinen Bart. Wie gesagt, am Wochenende kommen nach der Reinigung immer noch mal so eine Tonerdenmaske, was meine Haut unfassbar beruhigt hat und wirklich sehr, sehr matt gemacht hat im Laufe der Zeit. Dass ich das hier 1 bis 2 Mal die Woche anwende, hat mir wirklich gut getan. Und normalerweise kommt dann nach dem Toner, sobald er so ein bisschen getrocknet ist, der Repair Hero. Das ist ein Serum mit Hyaluronsäure, was die Haut wirklich super geil mit Feuchtigkeit versorgt. Und ihr seht auch, dass das so ein bisschen dickflüssiger ist. Und das sorgt dann eben dafür, dass nochmal so eine richtig schöne Feuchtigkeitspackung auf die Haut draufkommt. Als eigentliche Feuchtigkeitscreme benutze ich dann anschließend die The Made My Day Cream, was eine Hautcreme für über Tag ist, beziehungsweise die Midnight Magic Cream, was eine Hautcreme für abends ist. Und das hier ist übrigens tatsächlich eine Feuchtigkeitsmaske, ehe ich es vergesse. Das heißt, die gibt dann nochmal so eine richtig, richtig intensive Feuchtigkeitspflege über Nacht. Zieht auch sehr langsam ein, das heißt, man hat das Gefühl, man geht mit so einer Gesichtsmaske schlafen und wacht am nächsten Morgen auf, einer super, super krassen Haut. Das sind also die Produkte, die ich von Yepoda benutze für meine
meine Hautpflege. Ansonsten benutze ich auch noch einen Moisturizer für den Körper, was vor allen Dingen jetzt, wo es kühler wird, sehr wichtig ist, weil meine Haut direkt anfängt zu jucken und irgendwie rot wird und so. Und das ist von QMS, Medi Cosmetics heißt das. Werde ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken, falls euch das interessiert. Das letzte Produkt, was ich für die Haut benutze, ist dann Kiehl's Creamy Eye Treatment. Das ist eine Augencreme, weil ich gemerkt habe tatsächlich, dass ich in den letzten Monaten immer mal wieder hier wunde Augenwinkel habe, weil ich mich wohl irgendwie an meinem Kissen nachts reibe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das war auch nicht immer so, aber in den letzten Wochen und Monaten ist das so und da hat mir dieses Produkt hier sehr stark geholfen, weil es eine intensiv pflegende Feuchtigkeitscreme für die Augen ist. So, dann kommen wir abschließend noch zu meinem Lieblingsthema, was das Thema Haare ist. Und das ist ja das, worum es geht. Ihr habt es schon gesehen, ich war beim Barber und lasse mir die Haare aktuell lang wachsen. Das bedeutet, so lang, wie es irgendwie geht. Und das hat zur Folge, meine Lieben, dass wenn ich meine Haare wasche, vor allem mit Shampoo, dass sie dann einfach nicht zu bändigen sind. Die sind ja ohnehin schon sehr, sehr trocken gewesen immer, aber jetzt, wo sie wirklich lang sind, komme ich da teilweise mit den Händen nicht durch. Was bei mir dafür gesorgt hat, dass ich eine Menge Haaröle getestet habe. Und da ich schon seit einer ganzen Weile die Marke Blumann in meinem Shop führe, habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, das Cloud Control Haaröl zu benutzen und zu probieren. Und es hat sich herausgestellt, dass dieses Öl wirklich eine wahre Wunderwaffe ist. Denn es sorgt einfach dafür, dass meine Haare super geschmeidig sind, ohne dass sie fettig aussehen, was bei mir bei Haaröl immer so ein bisschen das Thema war. Weil du kriegst das mal nicht gut verteilt und dann ist es mal irgendwie an einer Stelle mehr. Und das ist halt immer Abfuck, wenn es dann einfach fettig aussieht, weil es ungepflegt aussieht. Hier ist das anders. Es lässt die Haare auch super weich und flauschig und soft und so. Also mega geiles Produkt. Davon immer so 2-3 Tropfen, manchmal 4, manchmal 5, in die Haare rein und wenn die Haare feucht sind, also vor dem Föhnen, dann in Ruhe in Form föhnen und dann läuft der Hase. Als Styling-Produkt für die Haare benutze ich aktuell die American Crew Defining Paste. Einfach nur, weil ich meine Haare in den meisten Fällen nicht wirklich föhne, weil es einfach zu lange dauert bei der Länge. Und da benutze ich entweder die Produkte von Blumann, die ihr auch schon kennt, also die Fifth Sample Styling Mask Pomade, das Cavalier Clay oder die Monarch Matte Paste in Kombination mit der Blumann Styling Meraki. Könnt ihr euch alles gönnen, sind geile Produkte. Oder eben das American Crew Defining Paste, falls ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, verlinke ich euch das auch in der Beschreibung. Das ist also meine gesamte Pflegeroutine. Ansonsten war es das aber auch schon. Schaut gerne in die Beschreibung für die ganzen Produkte, denn Gepode hat tatsächlich auch noch einen ziemlich fetten Rabattcode klargemacht, also schaut da gerne rein. Ansonsten like nicht vergessen, wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.